Jojochi, Leute, willkommen zurück zu meinem Let's Play. Weiß ob soweit. Ja, falls euch wundert, warum wir plötzlich hier... Wie heißt der Turm? Turm der Hügel sind? Naja. Ihr habt sicherlich ja bemerkt, wie beschissen die Qualität beim letzten Video war. Nämlich total pixelig und sowas. Und da habe ich jetzt so ein paar Tests gemacht. Oh, und hoffe, ich hab's jetzt herausgefunden. Aber das werden wir dann später sehen. Aber mein Problem ist leider, dass ich da irgendwie keinen Blick dafür habe. Ich bin da irgendwie total betriebst drin. Sei es jetzt so von der Tonqualität oder der Videoqualität, da habe ich irgendwie nicht so einen richtigen Blick. Also, ja, ich erkenne schon, wenn ein Video ziemlich schlecht... Also, sag ich, wenn es ziemlich... die Pixel zu grob sind so, aber so kann ich da leider nichts dazu sagen. Und vor allem während der Aufnahme sieht man es ja nicht, dass da irgendwie plötzlich Pixelmatsche entsteht. Erst wenn man sich die Aufnahme anschaut, dann bemerkt man das. Und deswegen hoffe ich, dass ich jetzt das in den Griff gekriegt habe. Ich habe jetzt nämlich... Oh, das ist... Ich habe jetzt nämlich die Bitrate erhöht. Und hoffe, das funktioniert jetzt. Das haben wir immer selber noch erwähnt. Oh, ich muss mal sehen, ob es hinhaut. Ich glaube, es ist auch nicht so ganz gut, wenn man es so hoch dreht. Da gibt es sicherlich auch Probleme. Also ich bin auch kein Experte, muss ich auch sagen, aber... Boah. Ach, wer ist das schon heutzutage? Naja, jedenfalls behaupte ich, nicht, dass ich Experte bin. So, zurück zum Game. Ich habe jetzt vor, mir jetzt den Windtitan bei Medo in meinen Griff zu nehmen. Wie ich jetzt hier bin, keine Ahnung. Ja. Naja, die Tests sahen nämlich eigentlich so aus, dass ich unter so ein paar Mini-Gegner platt gemacht habe. So zwei Leune, dann. Oh, da war der lang. Dann zwei Hinox. Und den letzten Kampf war halt ein Ivarok. Denn da waren nämlich die Frame-Einbrüche besonders heftig. Falls man das so Frame-Einbrüche nennt. Also auf jeden Fall ist es halt diese Pixelmatsche da. Und selbst einer mit betriebsblinden Augen bemerkt, dass es scheiße aussieht. Was mir aber auffällt, dass besonders im Regen sieht es eben ein bisschen matschig aus. Ich habe auch keinen Plan, warum. Aber auch keinen Plan. Okay, gehen wir mal hier zum Hebraturm. In der Link to the Past war das eigentlich ein Dungeon gewesen. Und hier ist es einfach ein, ja, ein Orientierungspunkt und ein Teleportpunkt. Eine Shortcut. In der Mensa verfällt man Kopfdrehsüßen, doppelten Schaden, so, ja. Sehr praktisch. Ich sollte mich mal gleich umziehen, sonst friert sich Link den Arsch ab. Gut, also, zuerst haben wir halt auch die Mission, also die vorige Mission da machen. Also was alles dazu da gehört. So. Schreien in der Nähe? Ja, das ignorieren wir mal. Läuft, denke ich, auch alles? Ja.
Ich habe aber festgestellt, dass irgendwie der Ingame-Sound so wieder komisch klingt, so schallend irgendwie. Keine Ahnung, woran das jetzt so liegt. Ich weiß nicht, ob es jetzt auch bei der Aufnahme da irgendwie auffällig ist. Ach, ja. Ich weiß, welcher Schrein das ist. Ja, den Schrein, den sollte man wirklich nur machen, wenn man wirklich viele Herzen hat. Weil man muss nämlich ins eiskalte Wasser springen. Und wir wissen alles, nichts hilft uns dabei. Weder unsere Rüstung noch irgendwelchen Ästen mit Effekten und so. Heißkram. Der war ja schon vernichtet, ja. Oh, ja, gut, du könntest auch mal sterben. Fuck! Ich wollte gerade so kurzfristig sagen, ihr checkt ja gar nichts. Dabei ficken die mich gerade. Wieso lebst du noch? Ups. Ja, Bombenpfeile sollte man lieber nicht. Warum Link da nicht einen Salto gemacht hat, weiß ich auch nicht. Wo kümmern wir uns um den Typen da? Gut, ist ja noch einer. Ja, die Beißen sind auch ein bisschen zäher. Ein bisschen ist aber ein bisschen untertrieben, oder? Ja, da würdest du aufhören, rumzurotzen und angreifen? Danke. Dass Link immer so nachsetzen tut. Ja, aber es kann. Wo ist der Typ? Der muss ja auch denken, was tötet mich da? Oh! Was war das denn? Irgendwie kann Link keinen Salto noch rückwärts machen, wenn er den Bogen gezogen hat, wo es eingehen müsste. Mist. Ist sogar weg. Könntest du mal kommen? Der ist echt zum Kotzen, oder? Nicht zu früh springen, klappt das nicht. Das Gute ist, es wird auch getriggert, wenn man eigentlich weit weg ist. Also man muss sich nicht unbedingt in Gefahr begeben, wenn man dieser Konter machen will. Das ist nämlich sehr gut. Warum habe ich es eigentlich gemacht? Naja, hat einfach Bock gehabt. Da seht ihr, da ist der Schrein. Da. Und einfach der Trick ist da, dass man von der anderen Seite, weil das ja praktisch ein Fluss ist. Ja, was heißt hier praktisch ein Fluss? Es ist ein Fluss. Muss man sich da hintreiben lassen, also hinschwimmen. Aber das Wasser ist zu kalt für uns. Was war da eigentlich drinnen gewesen?
Ich hab's vergessen. Ich hab's mal registriert, aber irgendwie. Ach ja, egal. Ich wollte einfach Gegner platt machen. Mama. Leute. Der Funkbock. Los, Link, kletter mal. Sonst besteigst du auch alles. Also doch. Ja, du hast mich entdeckt. Aber das Gute bei solchen kalten Orten ist, es regnet hier nicht und man braucht keine Angst haben, dass man plötzlich immer nicht mehr klettern kann, weil alles so glitschig ist. Obwohl durch Eis wird auch ja glitschig. Wenn wir, sagt ihr, also wenn wir das anfassen, durch unsere Körperwärme taut es ja ein bisschen auf. Das ist ja eigentlich auch der Grund, warum Eis so glatt ist. Durch unser Gewicht ist es eigentlich angetaut. Und dadurch. War ich jetzt halt glitschig. Gut. War zwar kein Körper, aber egal. Super, und ich weiß jetzt nicht, warum zur Hölle jetzt mir der Kopf juckt. Alles wieder durcheinander geraten, den Zeitplan. Ich frage mich eigentlich, ob das durch ein Windows-Update kam, dass diese verdammte Scheiße mit mir diesen Pixelpumpe war. Ist da irgendwas? Da kann ich heute mal gleich mal sammeln gehen. Jupp. Ist schon komisch. Aus der Ferne ist da nichts zu sehen. Deck, oh, da ist ja nichts. Aber wenn man näher rankommt, sieht man. Oh, Schatz. Oh! Den Falkenbogen. Ja, den nehme ich. Weil der ist immer geil. Oh, oh Gott, ich sollte lieber mal die Pfeile wechseln und nicht immer die Puppe vornehmen. Okay, wen schmeiße ich da weg? Gut zu wissen, dass hier da ein Falkenbogen ist. Aber dadurch, dass hier so viele, sag ich, Schatztruhen sind und da wo da manchmal so Dinge drin sind, wo man sich fragt, okay. Aha, ist das wirklich? Gut. Gut, wer tut denn das so rein? Wie zum Beispiel, ja, einfach ein Reiseschwert oder ein Bumerang, so, also Waffen, die zwar nicht schlecht sind, aber nicht mehr von Nutzen sind, weil man halt stärkere Waffen bei sich hat, dann ist halt diese ganze Schatzerei doch irgendwie Nonsens geworden. Apropos Nonsens. Ich kann aber die Maske absetzen. Lieber mal. Das sollte man lieber tragen. Moment mal, das andere. Ist ja auch gut für Kälte. Also doch, der Oni. Hi. Hm? Oh, du bist es. Ich sah erst mein Atem. Alten. Wo sind? Wie läufst? Bis auf diesen blöden Pleitegeier, der uns zwingt, zu Fuß zu gehen. Ja, alles im grünen Bereich.
Hast du das Monster am Himmel gesehen? Das ist Vamedo. Er ist vor ein paar Tagen aufgetaucht. Ein paar von uns haben sich zu nahe herangewagt und wurden abgeschossen. Früher war er einmal die Schutzgottheit unseres Dorfes, aber jetzt scheint er uns feindlich gesinnt zu sein. Umgekehrt heißt das, wenn man sich ihm nicht nähert, ist man sicher. Das haben wir mittlerweile verstanden. Deshalb gehen wir jetzt alle durch dieses Tor ein und aus. Zu Fuß. Dass wir mit sowas mit uns machen lassen in unserem eigenen Dorf. Es ist eine Schande. Jod. Wamedo ist ja nicht irgendwie so ein Rudi, der eigentlich hier euch auf der Nase rumtanzt. Denke ich genügend. Sondern es ist ein fucking Titan. Mit dir ist nicht gut, Kirschen zu essen. Ah, ein Reisender, was? Wir haben uns gerade über dieses Monster im Himmel unterhalten. Wamedo heißt es. Eigentlich war das Ding vor langer Zeit auf unserer Seite. Oh. So ist es. Der Recke unseres Dorfes, Revali, hat es ans gesteuert. Zumindest erzählt das der Häuptling das. Da wird es wohl stimmen. Aber wieso greift er uns dann jetzt an? Tja, weil er besessen ist, könnte man ja sagen. Okay. Ach ja, die Lütte. Mit den Sprechfehler, die als GK sagt. Hallo. Oh, hallo. In Zeiten von Ungeheuern wie Wamedo auf Abenteuer zu. Nee. Um in Zeiten von Ungeheuern wie Wamedo auf Abenteuersuche zu gehen, muss man schon verrückt sein. Oh. Total verrückt. Wie bitte? Ich rede doch nicht. Wie bitte? Ich rede doch von dir. Sag bloß, dieses riesige Monster am Himmel Wamedo ist dir nicht aufgefallen. Doch, der ist mir schon von Anfang an aufgefallen. Den haben wir zu verdanken, dass sie alle ausflippen. Wenn ich ein geübter Krieger wäre, würde ich das Ding total frontal angreifen. Und daran merkt man, dass du kein Krieger bist. Weil das ist nämlich unvernünftig. Also zumindest kein erfahrener Krieger. Dank dieses Vamedo ist das ganze Dorf in Aufruhr. Und ich bleib dabei, wenn du ein geübter Krieger wärst, würdest du es lassen, dann würdest du mich einen anderen Plan aushecken. Oh. Was labert ihr? Hallo. Oh, das tut weh, sag ich, Mist. Was ist? Das ist mein Problem, nicht deins. Verdammt, dieses Monster. Wer bist du? Ich bin Hertis und baue die besten Bogen in ganz Hyrule. Zumindest theoretisch. Solange ich meine Flügel nicht bewegen kann, brauche ich gar nichts. Nicht gerade gesprächig, der Idiot. Alles in Ordnung? Ich hätte besser auf den Häuptling hören sollen. Ja, da war ein Bogen. Bogen nicht. Ja? Bitte kümmere dich nicht weiter um mich. Okay. Bitte kümmere dich nicht weiter um mich. Okay. Oh, eine Lianerin? Ach, wer? Oh, du bist auch eine Lianer. Auf Reisen, wer? Ja. Wir sind in der Flitterwoche, musst du wissen. Aber dieses Dorf ist echt das Letzte. In Gerudestadt kann man Juwelen kaufen, im Dorf der Zores wird gebetet und so. Wusstest du gar nicht, dass Beten eine Touristenattraktion wäre? Überall ist ja was geboten, hä? Weil hier, sondern will ich nur nach Hause. Findest du? Ach, lass mich doch alle im Frieden. Mein Angetrauter entschuldigt sich schon die ganze Zeit. Aber was habe ich davon? Deshalb soll mir wenigstens einen Bröstapfel bringen, sonst lasse ich mich sofort wieder scheiden. Oh Gott, was für eine Trippe. Lieber euch im Wagen. Juno, dem Dorf, der ohne ihre Flitterwochen verbringt, langweilt sich dort fürchterlich.
und ist aber nicht glücklich. Es könnte ihre Laune heben, wenn sie einen Röster fessen würde, ihre Liebsten ist. Halte die Flitterwochen und bring ihr einen Röstapfel. Warum? Hab ich überhaupt Röstapfel? Nö. Oh, doch. Ja, wird nicht so sein, gebe ich ihr ein. Tachchen. Was duftet hier so? Du hast Röstäpfel dabei, oder? Gib mir einen davon. Ich gebe dir da auch was für. Na klar. Oh, wirklich? Danke. Halt mal die Hand auf. Oh. Hat mein Mann den gemacht? Naja, eigentlich egal, solange er schmeckt. Röstapfel kann ich immer essen. Bring mir noch mehr. Okay. Idiot. Warum hast du eigentlich die Alte geheiratet? Ja, wissen wir doch. Was wollen wir erzählen? Ich gehe mal ganz kurz zu den Typen hin. Und ja, da gibt's auch eine Mission. Warum zur Hölle mache ich das? Ich meine, die ist total zickig. Okay, ich meine, ja, ist wohl nicht ihr liebstes Ort gewesen und so. Und ich finde, Flitterwochen, das sollte man doch vielleicht gemeinsam planen, da um mal böse Überraschung, sag ich, aus dem Weg zu gehen. Aber gleich eine Scheidung zu machen, also gleich eine Scheidung einzureichen, ist doch dumm. Oh. Hallo. Bist du zufällig auch auf Reisen? Yep. Dachte ich's mir. Was gefällt dir am Dorf in der Uni am besten? Mir gefällt immer schon, wie schlicht hier alles ist. Aber für die Flitterwochen war es wohl die falsche Wahl. Du nimmst als Ziel für Flitterwochen etwas, weil es schlicht ist. Okay, Idiot. Meine Frau meckert in ein Fort. Es ist zu kalt, hier gibt's nichts zu tun. Oh weh, wenn das so weit geht, sind wir am Ende der Flitterwoche schon wieder geschieden. Ich muss Röstäpfel machen, damit meine Braut mich wieder mag. Deshalb brauche ich Feuerstäbe und Feuermachzug. Aber du hast keine dabei, oder? Flitterwochen in Gefahr. Hugo bringt seine Flitterwochen im Dorf der Uni. Er möchte für seine Frau Röstäpfel zubereiten, doch dafür braucht er natürlich ein Feuer. Ich bringe ihm einen Feuerstein, damit er Feuer entzünden kann. Jetzt mal doof gefragt. Tue ich ihn eigentlich einen Gefallen, wenn ich ihm das gebe? Hallo. Dieser verbrannte Geruch. Sind das mal Feuersteine? Verkaufst du mir davon? In Ordnung. Danke. Nimm das ja als Bezahlung. Meine Güte. Ich habe für einen Feuerstein noch nie silbernen Rubin gekriegt. Aber ich habe auch für eine Röstapfel nie einen silbernen gekriegt. Genial. Jetzt kann ich Röstapfel machen. Ich will noch viele weitere Röstapfel machen. Also bring mir so viele Feuersteine, wie du kannst. Feuersteine geschafft. Okay. Achso, Junge, das ist einfach... Junge, ist verschwunden. Dass nicht bei einer Röster für seine Vorbein wäre. Wenn du weiter vorbringen willst, findest du ihn. Okay, dir. Gut, machen wir das. Wenn wir Geld brauchen. Hey, das war's eigentlich gar nicht, weil... Ich bin nicht bessere... Oder Moment mal. Ein Rubins... ein silberner Rubin für einen Röstapfel? Ja, ist eigentlich schon ein Kuhhandel. Für diejenigen, die einen Röstapfel kauft. Also ist ein Dornkunde auch leicht verdientes Geld, aber egal. So, jetzt gehen wir mal zurück. Wir haben uns so sehr ablenken lassen. Hallo, Archimedes! Oh, ein Gast. Hoho! Was du da am Gürtel hängen hast, ist das etwa... Oh, wo sind meine Manieren? Ich bin Caneli, der Häuptling der Dorfes der Uni. Also, was du da am Gürtel hängen hast, ist das ein Schickerstein? No. Oh, es stimmt also wirklich! Du bist ein Recke und kannst die Rivale, die Titanen, Barmedo steuern. Nein, das kann nicht sein. Die Recken wurden vor 100 Jahren ausgelöscht.
Er muss die Schickerstein geerbt haben. Kann man sich eigentlich selbst beerben? Oh, verzeih mir, ich war im Gedanken. Nachfahre des Recken, wenn du meine Bitte hörst, werde ich dir ewig dankbar sein. In Ordnung. Ich danke dir. Nun, da ich weiß, dass du der Nachfahre eines Recken bist, habe ich eine große Bitte. Ich möchte, dass du Valmedo, der über unseren Himmel kreist, aufhältst. Es gibt nur einen Weg, einen Titan zu stoppen. Ein auserwählter Recke muss in sein Inneres eindringen und die Kontrolle übernehmen. Theba und Herdes, zwei übermütige Jünglinge aus dem Dorf, haben es versucht, Medo auszukundschaften. Dabei ist Herdes verletzt worden. Da kann er vom Glück sagen, dass er nur verletzt wurde und nicht getötet. Aber du bist der Nachfahre eines Recken, deshalb erhöhe meine Bitte. In der Nähe des Dorfes findest du Theba. Er hat vor, Medo doch einmal anzugreifen. Sprich mit ihm, zusammen könnt ihr Medo vielleicht aufhalten. Okay. Aber wisst ihr was? Ich bin gleich wieder da. Da bin ich wieder. Ich habe nämlich mir mal U-Food geholt. Oh, ich habe nämlich so einen Hunger. Ich dachte, das wird noch gehen, aber klappt nicht. Deswegen habe ich mir da schnell was geholt. Nachfahre? Es tut mir leid, aber ich habe mitgehört, als du mit den Häuptlingen gesprochen hast. Willst du wirklich zusammen mit meinem Mann Theba gegen Medo kämpfen? Ich würde dir gerne helfen, aber ich kann leider nicht viel mehr tun, als dir sagen, wo mein Mann sich aufhält. Erzähl. In Ordnung. Mein Mann ist an einem Ort, den wir Flugplatz nennen. Er befindet sich bei Nerinos Pass am Fuße der Hebraberge. Dort üben die Onikrieger den Luftkampf. Wahrscheinlich wappnet sich mein Mann dort, um Medo nicht nochmal zu unterlegen. Ich glaube, er ist zu Fuß zum Flugplatz gegangen. Das kennen wir doch. Normalerweise kann man von Rivali-Platz direkt zum Flugplatz kollegen. Weil man sich so hoch in die Luft wagt, wird man von diesem Medo abgeschossen. Der Rivali-Platz ist ein Gedenkort für den Recken der Oni, Rivali. Da will mir niemals vergessen, was an jenen unheilvollen Tag geschah. Nemo is incoming! Beeindruckend, ich weiß. Dieses Kunststück würdest du in 100 Jahren nicht hinkriegen. Ich erzeuge einen Aufwind und schieße damit hoch empor in die Lüfte. Wie soll er das denn auch machen? Das ist ein wahres Wunderwerk. Ja, keine Selbst die Orni bewundern mich dafür. Mit dieser Kunst sind wir unschlagbar. Sie wird uns zweifellos einen großen Vorteil im Kampf gegen die Verheerung garnen und verleihen. Aha. Hinzu kommt, ich bin der unangefochten beste Bogenschütze unseres Volkes. Und somit ist es ja wohl ganz offensichtlich, dass ich, Rivali, der Schlüssel im Kampf gegen die Verheerung Ganon bin. Ja, dann ja. Aber stattdessen haben sie mir aufgetragen, dich zu beschützen. Und das einzig und allein, weil du dieses alte Schwert mit dir herumträgst. Das ist der Gipfel der Dummheit. Aha. Oh je, habe ich deine Gefühle verletzt? Dann lass uns die Sache in einem Kampf austragen. Nur wo? Ich hab's! Da oben! Moment, ich vergaß! Ohne meine Hilfe schaffst du es ja nicht mal bis zu dem Titanen hoch! Ganz schön arschig von ihm! Rivali! Du Arroganzbolzen.
ist denn los? Ist alles in Ordnung mit dir? Du sahst so weggetreten aus. Verzeih mir, ich wollte nicht anmaßen klingen. Wenn du irgendwas wissen möchtest, kannst du mich später gerne fragen. Okay. Ja? Wenn dir der Häuptling vertraut, werde ich auch dir alles sagen, was ich weiß. Du bist Typer. Mein Mann ist an einem Ort, den wir Flugplatz nennen. Dort befindet sich bei Rine. Theber, mein Mann war schon immer so. Hat er sich eine Sache in den Kopf gesetzt, weicht er nicht mehr davon ab. So sollen wir versucht haben, ihn davon abzuhalten. Er hat sich geschworen, es ganz allein mit Medo aufzunehmen. Eigentlich sollte ich auf das Schlimmste voreingestellt sein. Immerhin habe ich einen Krieger geheiratet. Revali? Revali war ein legendärer Unikrieger. Er ist das große Vorbild meines Mannes. Und so enthüllen soll einmal ein Krieger wie der große Revali werden. Das ist sein erklärtes Ziel. Um den Vorwand spielen zu gehen, nimmt er ihn immer zum Flugplatz mit und trainiert ihn dort mit ihm. Naja, spielen ist ja sowas wie eine Art Training, wenn man das überlegt. Darum spielen auch Tierkinder. Ich persönlich möchte nicht unbedingt, dass du ein Krieger wird. Das war. Bitte hilft, Heber. Mit meinen... Quatsch, was ließ ich da? Bitte hilft, Heber. Hilf meinem Mann. Keine Sorge, das machen wir. Wie ist er da hochgekommen? Oh, Rara. Können wir nochmal mit dem mit Helles da reden? Ach ja, was witzig ist, das kommt auch später heraus. Und eigentlich durch das DLC. Revali hat Link extra so provoziert, um irgendeine Reaktion von ihm zu erhalten. Weil es ist nämlich so, dass er aus ihm nicht schlau wird. Also Revali wird aus Link nicht schlau, weil Link ja nichts sagt. Er sagt nie was, er zeigt gar keine Gefühle, weder Wut oder Zorn, also Wut, Zorn und sowas, das zeigt er nicht. Und das macht Revali total fuchsig. Man kann sagen, Link ist für Revali so ein großes Rätsel, ein Buch mit 7 Siegeln. Okay, wo zur Hölle ist doch Herbis gewesen? Herbis. Ja, Herbis, nicht Herbis. Da ist keine Krankheit. Ah, da ist er. Hat noch irgendwas zu erzählen? Sag mal, interessierst du dich für dieses Monster da oben? Dann sollte ich dir vielleicht erzählen, was passiert ist. Ja. In Ordnung. Wieso wunder habe ich die Monster da oben am Himmel zu verdanken? Famedo heißt es. Einst war es die Schutzgottheit unseres Dorfes. Aber jetzt, als Heber und ich hinein kamen, hat es uns plötzlich angegriffen. Wir haben uns verzweifelt gewehrt, aber ich habe mich von ihnen treffen lassen. Heber hat mich beim Abstürzen aufgefangen. Aber es war klar, dass wir die Flucht ergreifen mussten. Wäre Heber nicht gewesen, dann... Ich fange jetzt noch an zu zittern, wenn ich daran denke. Und Heba, suchst du also? Ich will dir sagen, was du weißt. Medo? Der Titan war Medo. Die Alten erzählen, er sei die Schutzgottheit unseres Dorfes gewesen, bis er vor 100 Jahren verschwand. Deshalb wollte ich ihn mir zusammen mit Heba einmal genauer ansehen. Das Ergebnis siehst du, ja. Nächstes Mal nehme ich einen Haufen Bombenpfeile mit und zerstöre all seine Geschütze. Heber, wir sind seit Ewigkeiten dicke Freunde. Er ist der beste Flieger im ganzen Dorf. Na gut, er ist manchmal rücksichtslos und regt sich sehr schnell auf. Aber immerhin war ein guter Freund. Wieso war? Ist er kein Freund mehr? Aber jetzt hat er verkündet, er werde Medo ganz alleine vom Himmel holen und ist abgezogen. Das ist schon eher dumm, als mutig zu nennen. Zu Hause warten Frau und Kinder auf ihn.
Und wer bist du? Machen wir Eis auf Gran Torino? Ich bin der Bogenbauer Hertes. Früher wollte ich auch Krieger werden, aber ich musste unser Familienhandwerk vorführen, deshalb wurde nichts draus. Hey, das ist aber auch sehr wichtig. Meine Tochter Molly ist etwa so alt wie Tolinir, kleine von Theba. Deshalb sind unsere Familien seit jeher gut miteinander befreundet. Was meinst du? Hilft dir das irgendwie weiter? Oh. Bitte bring Theba zurück. Mach ich! Ist das der Platz? Aber da wollen wir nicht. Nintendo, sag dir vor, wo die sind, ne? Gut. Ach, hallo? Ist zwar nicht lang der Weg, aber er ist voll vom Wobbling. Und zwar die Reiten. Und deswegen sind sie ziemlich lästig. Mal an, wen wir da haben. Ja, soll ich das jetzt schnell machen? Nö. Gehen wir erstmal die Sache mit Vameda in Angriff zu nehmen. So. Da seht ihr, da sind die. Und die sind ätzend, Leute. Ach ja, die tauchen auch auf. Ja, lass das da, sonst hol ich dich runter. Ich mache einen großen Umweg wegen den Flederbeißern. Sonst greift er mich an. Und die wissen dann, dass ich kein Monster bin. Und darauf habe ich keine Lust. Nachvollziehbar, oder? So, jetzt können wir die Maske wieder absetzen. Gut Platz. Da können wir ja kochen. Oh, und schon getriggert. Theba, Krieger der Oni. Der guckt aber mürrisch. Was willst du hier? Siehst du nicht, dass ich beschäftigt bin? Ich habe jetzt keine Zeit für dich. Ich freue mich bei Nachfahre von Revalis. Sie ähneln sich vom Charakter wie vom Aussehen. Warte, na, nehmen wir mal eine passende Waffe. Hallo? Was? Nee, willst du irgendwas von mir? Ich bin beschäftigt. Ich helfe dir. Helfen willst du mir? Bei was denn? Vamedo! Moment mal! Du, ein Fremder, weißt von Vamedo? Hat dich der Häuptling hierher geschickt oder meine Frau? Idiot, ich mache es wie Mogli und sag, Vamedo fliegt die ganze Zeit im Himmel rum. Man kann ihn sogar bis zu einem vergessenen Plateau sehen. Also, jeder, der in den Himmel schaut, merkt, dass da irgendwas ist. Dann weißt du wohl auch schon, wer ich bin. Ich bin Theba. Wie lautet dein Name, Freunde? Ich bin Link. Link, den habe ich schon mal gehört. Also Link, wenn du beim Häuptling warst, hat er dir wohl aufgetragen, mich wieder zurück ins Dorf zu bringen, oder? Ja, richtig. Typisch, der Häuptling traut auch wirklich jeden Fremden sofort. Und sicher wollte er, dass du mich zurückbringst, bevor Medo mich erwischt, oder?
Da muss ich dich leider enttäuschen. Ich habe keine Absicht, von meinem Plan abzurücken. Ich bin ein Omikrieger. Ich kann nicht einfach abhauen, nachdem es mein Freund erwischt hat. Wir kehren unter einer Voraussetzung für ihren Stopp zurück. Wenn Mameda verstummt und vom Himmel verschwunden ist. Ich werde Mameda vernichten. Erst wenn das getan ist, werde ich ins Dorf zurückkehren. Weiß ich doch. Obwohl mit Vernichten wird ein bisschen schwierig. Du weißt schon Bescheid? Sie haben dir also alles erzählt, was für ein Typ ich bin. Ja, ich hatte früher mit so einem Typen so dumm gehabt. Aber der Häuptling hat mir gesagt, um Mameda aufzuhalten, muss man in sein Inneres eindringen. Sag bloß, der weiß, wie meine Mameda hineingelangt. Du hast also nicht nur keine Flügel, sondern auch keine Ahnung? Da hör mir gut zu. Nur eine der fünf Recken kann das Tor des Titanen öffnen. Und diese Recken sind alle vor 100 Jahren krepiert. Dann hat sie umgebracht. Aber egal. Selbst wenn du Medo betreten könntest. Wenn man sich den Titan einfach so nähert, wäre man leichte Beute für seine Geschütze. Deshalb werde ich die zuerst testen. In diesem Tal gibt es starke Aufwinde. Wir Onikriege nutzen sie, um hier unsere Bogenkünste zu trainieren. Diese Aufwinde sind so stark, dass es schon ausreicht, ein Tuch über seinen Kopf zu halten und abzuheben. Würde ich aber nicht raten zu machen. Dann wollen wir mal sehen, wie du dich bei so einer solchen Uni-Übung schlägst. Bleib in der Luft und zerstöre innerhalb 30 Minuten, damit dein Verein 5 von diesen Zielen in diesem Teil. Dann los. Triff 5 Ziele mit Fallen. Okay. Gut. Dann nehmen wir mal... Wir haben noch einen anderen. Ja. Oh, nicht schlecht. Weiter so. So geht's. Gut, dann komm zurück. Also, der Falkenbogen ist echt ein Segen. Bei anderen Bögen wäre der Fallup runtergesaut. Du bist ein Meister mit dem Bogen. Es kam mir so vor, als hätte die Zeitkutsche gestanden, als du geschossen hast. Perfekt, hat sie auch. Scheint, als müsste ich mich bei dir entschuldigen, Link. Ich hab dich wohl falsch eingeschätzt. So wie du mit dem Bogen umgehst, musst du wohl schwere Kämpfe überstanden haben. Oh, so ist es. Dachte ich's mir doch. Link, ich muss sagen, du hast mich beeindruckt. Ich habe eine Bitte an dich. Stelle dich hier, Medus, gemeinsam mit mir. Greif seine Geschütze mit aller Macht an. Noch etwas. In dieser Truhe findest du einen Bogen, den ich persönlich abgestimmt habe. Nimm ihn. Sag Bescheid, sobald du bereit bist. Okay, was war jetzt denn so? Im Kampf mit Vameto wird Tepe die gegnerische Angriff nicht sehen und die fehlt dafür, Vameto Geschütze zu zerstören. Sobald du bereit bist, wird Tepe dich in die Himmelsregion bringen, in der auch Vameto war. Ich habe immer. Oh, scheiße, der Bogen geht kaputt. Ah, ich habe mehr als genug Pfeile, Bombenpfeile. Was tue ich da eigentlich? Bin ich irgendwie total mit Schucke oder was? So, ich hoffe, das ist auch ein Falkenbogen. Oh ja, da habe ich ihn ja. Ein Falkenbogen weg und einen neuen. Holzpfeile kann man gebrauchen. Okay, Dude, ich bin bereit. Die Zeit ist gekommen, den Titan Vameda aufzuhalten. Mit normalen Pfeilen kannst du nichts gegen seine Geschütze ausrichten. Zerstöre es mit Bombenpfeilen. Hier hast du ein paar Bombenpfeile.
Aber es ist eine einmalige Sache. Denn sie sind nicht billig. Das stimmt. Außerdem ist es oben kalt. Wirklich kalt. Ohne entsprechende Vorbereitung kommst du nicht weit. Hast du Schutzkleidung oder geeignete Nahrungsmittel? Bin bereit. Gut. Aber lass mich dir vorher noch eine Frage stellen. Warum nimmst du das alles auf dich? Warum willst du mir dabei helfen, Medo zu besiegen? Einfach so, dass es... Nee, das wird nicht mal Raffi sagen. Ich kann nicht... Du kannst einfach nicht nur zusehen? Stell dir erstmal vor, wie es sich für einen stolzen Ohne-Krieger anfühlt. Sehr beschissen. Nun gut. Dann sollten wir so langsam aufbrechen. Steig auf. Und schon wieder dürfen wir reiten. Erst auf ein Zora und jetzt auf ein Uni. Da wären wir. Man muss schon sagen, so oben wird sogar mir kalt. So, das hier ist Wamedo. Er flucht nochmal. Die Barriere ist echt ein Problem. Was ist los mit dir? Kriegst du vor Angst kein Wort raus? Na gut, gehen wir den Plan durch. Siehst du die Geschütze? Ich werde ihr Feuer auf mich ziehen. Während sie sich auf mich konzentrieren, kannst du sie mit Bombenpfeilen zerstören. Soweit alles klar? Falls du dich zurückziehen willst, leite mir ein Tuch in den Aufwinden zu mir. Dann kann ich dich aufsammeln. Mach dir erst gar keine Mühe, auf etwas zu schießen, das von der Barriere geschützt wird. Bleib ihr am besten fern. Und auch wenn ich es schon mehrfach gesagt habe, du baust unbedingt etwas gegen die Kälte. Wenn du bereit bist, können wir loslegen. Warum ist das hier eigentlich... Los! Also dann, kümmere dich um die Geschütze. Los geht's! Wir haben uns im Visier! Habe ich ihn getroffen? Ja, ich weiß, dass er unseren Visier hat. Aber ich kann nun mal nicht schneller. Weißt du, ich hab nur ein Tuch. Ich weiß. Toll. Oh. Huff, scheiße, da hat er mir beinahe ein Scheitel gezogen und... Man muss aber auch irgendwie sehr nah ran. Ja, da sollte man wirklich gut treffen können. Was macht man eigentlich, wenn man keine Bombenpfeile hat? Tja, das wird peinlich. Alles in Ordnung? Ja, ich gleite nur hin, Idiot. Was? Warte. Oh, mach nicht. Das hatte ich noch nicht gehabt, dass er gefragt hat. Das habe ich bisher nicht gehabt, dass er da gefragt hat, ob alles in Ordnung ist. Wahrscheinlich, weil ich mir Zeit gelassen habe, aber ich kann ja nichts machen. So kann man übrigens ausweichen. Man lässt sich kurz fallen. So. Wir haben es geschafft.
Keine Sorge, stürzt nicht ab. Das wäre ziemlich übel, war. Unter uns ist nämlich das Dorf der Onis. Wir haben es geschafft. Jupp. Die Barriere ist Geschichte. Ja, weil du den Köder gespielt hast, Jut. Danke. Ja? Was ist los? Au, Scheiße! Sieht so aus, als hätte ich was abgekriegt. Aber ganz schön. Tut mir leid, aber ich muss erstmal zurück zum Flugplatz. Ich bin nicht reingekommen. Es ist nichts Schlimmes. Und du solltest dir jetzt Medo vorknöpfen. Alter, du schaffst das. Ja. Ich kann es jetzt nicht machen, sonst stürze ich ab. Alter. Man könnte meinen, der tut nur so. Dabei ist er gar nicht so verletzt und so. Leute, habt ihr gesehen? Das ist eine üble Brandwunde. Und das war ein fucking Laser. Der wurde fast in ein Brathähnchen verwandelt. Auch ein Streifschuss ist ziemlich übel. Ich glaube sogar, ja, ist übel ein Streifschuss. So. Ja. Wer bitte eintragen? Na, sieh mal an, ein alter Bekannter. Hi, Revali. Ich wusste, du würdest hierher kommen. Dass du mich allerdings 100 Jahre warten lässt, hatte ich nicht geahnt. Entschuldigung, hab verpennt. Du bist hier, um Medo Ganons Clown zu entreißen, oder? Jupp. Dann solltest du dir zuerst einmal die Karte besorgen, die den inneren Aufbau des Titan zeigt. Ach ja, Rivali, ich hab dich auch vermisst. Das ist der Leitstein, der die Daten der Karte enthält. Meinst du, du kannst ihn erreichen? Versuchen wir es. Okay, Leute, wie es aber weitergeht, sehen wir den nächsten Part. Ich hoffe, ihr hattet euren Spaß gehabt und so. Trotz meiner ständigen Versprecher und so. Ja, was uns hier erwartet, sehen wir in den nächsten Part. Also, see you later. Oh. Ich glaube, da müsste man Varudania sehen. Okay, wieder, also, ciao!